Herzlich willkommen zurück bei Tomb Raider, besser gesagt Shadow of the Tomb Raider. Und ja, wie ihr vielleicht gerade seht, wenn ihr die letzte Folge gesehen habt, bin ich hier hochgeklettert, bin hier runtergefallen von oben und dann bin ich hier weitergegangen und bin wieder runtergekommen. Wie ich es vermutet hatte, war das natürlich grundverkehrt. Ich muss den ganzen Scheiß nochmal hochklettern. Ich dachte ja, dass ich hier nicht weiterkomme, weil hier komme ich ja nicht hoch, ne? Ganz toll, ich kann ja mal demonstrieren. Hier rutsche ich ja auf den ganzen Skeletten wieder runter. Aber schaut's mal her. Hier kann man ausweichen. Und ich, Depp, kletter den ganzen Chaos wieder nach... Achso, okay, das habe ich selbst noch nicht gesehen. Ja, ich bin alles nochmal geklettert. Weil gespeichert hat's nicht... Achso, hier oben. Und dann habe ich das einfach mal schnell gemacht, offscreen, und habe halt weitergemacht, wenn ich wieder oben war. Na? Sieht nicht so lecker aus. Sei Dank bin ich dahinter gesprungen. Ja, es ist dann der Ausgang. Oh Gott sei Dank. Super. Bisschen Risiko gehe ich schon öfter ein, weil ich einfach mal drauf losrate. Wir müssen jetzt zurück zu unserer Königin. Die hier im Hintergrund wartet. Bin da, bin da. Danke, dass du gewartet hast. Nimm den Schlüssel. Komm, ich will dir etwas zeigen. Hat sich aber schnell umgezogen. Die Sonnenfinsternis kommt. Wenn es soweit ist, muss die Schatulle geöffnet werden. Die Verlockung der Schatulle ist sehr mächtig. Sie wird mich anziehen und probieren, mich in Versuchung zu bringen. Mit einer einfachen Lösung für unsere Probleme. Doch sie wird mir nur meine innersten, geheimsten Wünsche zeigen. Ich habe mich darauf vorbereitet, ihr zu widerstehen. Amaru hat die Schatulle noch nicht gesehen und dennoch beherrscht sie bereits seinen Geist. Das Volk ist Paititi. Wir können nur durch unseren gemeinsamen Willen überleben. Wenn Amaru Paititi nach seinem Willen neu erschaffen will, würde er es zerstören. Ja. Es gibt viele Bedrohungen von außen. Doch Risiken sind ein Teil des Lebens. Wir müssen ihnen begegnen, um uns selbst treu zu bleiben. Woher weißt du, dass du der Macht widerstehen kannst, wenn du sie hast? Das weiß ich nicht. Doch für den Fall, dass ich versage, wird das Purpurfeuer mich leiten und mein Versprechen einlösen. Wir müssen gehen. Was ist das Purpurfeuer? Es ist mein Schicksal. Es hat was mit Kukulkans Opfer zu tun. Suche. Ja, ich wollte jetzt mal ein bisschen gucken, aber jetzt stand irgendwas. Was haben wir jetzt so viel vergessen? Oder ach, keine Ahnung. Ein Spiegel, wenn das Purpurfeuer qualmt. Es ist mächtig und macht dich verantwortlich. Mehr weiß ich nicht. Finden diese Kreaturen auch mal den Weg hier rein? Kreaturen? Sie greifen an. In den Höhlen bei Paititi haben sie gegen Trinity gekämpft. Und an dem Altar mit der Schatulle haben sie mich attackiert. Meinst du die Yaxil? Yaxil?
Sie waren groß und schnell, hungrig, fast schon verzweifelt. Das sind keine Kreaturen. Sie sind mehr als das. Ja, red weiter, ich will wissen, die was das sind. Von vorhin müsste passen. Bäm, jetzt geht's zu. Game over. Danke fürs Spiel. Was geschah mit den Jaxil? Da gibt's viele Legenden. Es ist lang her. Aber Paititi verdankt ihnen seine Sicherheit. Sie beschützen es? Ich weiß nicht, ob das ihre Absicht ist. Aber im Grunde tun sie das, ja. Greifen sie denn nie die Stadt an? Nein. Wir leben in einer Art Kooperation. Ich denke, Amaru plant eine öffentliche Opfergabe. Eines Rebellen? Wir müssen eingreifen. Nein. Nicht unvorbereitet und mit Gefahr für die Schatulle. Der Krieger, der geopfert wird, würde lieber sterben. Huh. Bleib bei mir und tu's mir nach. Die Menge könnte aufbegehren. Okay, ich bleib bei dir. Jumkinesh, Hutschkilitsch, Oltonisch. Die unsere Sicherheit und unser Leben bedrohen. Ihre Anführerin, Unuratu, eure Königin, ist in meiner Gewalt. Aber sie ist noch nicht verloren. Heute. So, ich muss mich bewegen. Null. Kukulkan ein Opfer da. Als Bitte um Schutz. Vor komm, du sollst sehen, was er macht. Dieses Opfer ist für den Rebellen die Erlösung. Mögen die übrigen auch das Licht erblicken. Amaru sprach von einem Ende der Gewalt. Für ihn ist das Mittel zum Zweck. Hat der gerade sein Herz in der Hand? Oh, da wurden schon einige geopfert. Komm. Durch sein Opfer ist holy shit. Glauben ihm all diese Leute? Sie haben Angst. Und das mit gutem Grund. Wir sind gleich da. Das Grab ist hinter der Tür. Holy shit, Alter. Ganz schön viele Opfer. Komm. Unschuldsaugen blinzeln im Lichte, wenn die Schwäche schwindet. Du darfst passieren. Was ist das? Habe ich irgendwas verpasst? Warum lassen die da mal rein, wenn die das sagen? Das Grab ist da oben. Auf der Statue. Ich passe aufs Tor auf. Dauert nicht lang. Jonah. Das Kaisergrab ist in der Nähe. Wir sind am Fluss, bereit dich und Unuratu rauszuholen. Melde dich, wenn ihr bereit seid. Erstmal hier gucken, was ich alles einsammeln kann, oder sind hier Gegner? Weil hier kann ich mich überall verstecken, oder? Das Weiße ist ja zum Verstecken da. Das heißt, ich werde hier später richtig kämpfen. Aber noch sind irgendwie keine Gegner da. Endlich mal kann ich wieder ein paar Pflanzen sammeln hier. Was liegt da? Fett, okay.
Rauchbomben. Alten Ziel, um eine Rauchbombe herzustellen. Ah ja. Rauchbombe ist hergestellt, habe ich mal da hingelegt. Kann ich ja mal benötigen später. Die Rauchbombe kann ich auch mal herstellen und wieder hinstellen. Na gut, dann gehe ich mal weiter. Gehe ich mal wieder zurück. Da, wo ich eigentlich lang muss. Da irgendwie hoch. Ah ja, da kann ich schon mal klettern. Das, soll ich da mal schwimmen? Da ist nur eine Pflanze. Noch eine Pflanze. Aber wichtig ist, so wichtig ist es da nicht drin. Naja, gut, dann. Egal, dann schwimme ich jetzt mal nicht. Muss nicht sein. Bin eh nicht so der Schwimm-Typ in Spielen. Ich mag sowas eigentlich überhaupt nicht. Wenn irgendwelche Fragezeichen in Open World spielen, wie Assassin's Creed oder Witcher oder sowas. Fragezeichen unter Wasser, das ist immer das allerletzte. Weiß nicht, wer sich den Chaos ausgedacht hat. Gut, wie komme ich rein? Ah ja. Und jetzt einmal außen rum klettern? Nee, eigentlich reicht es doch, wenn ich nach oben. Ja, genau. Sieht aus wie mein Eingang. Perfekt. Das haben wir richtig gut gemacht. Ohne einen Fehler. Alle waren Fehler. Wo bist du? Im Kaisergrab. Gleich habe ich, was wir brauchen. Wir sind bereit. Jemand hält die Feuer am Brennen. Diese Person wird verehrt. Ja, nicht von mir. Was ist mit der hier? Diese Stucktafeln sind voller Symbolik. Naja, gut. Oh, haben wir lang nicht mehr gehabt. Schauen wir uns den dann noch an. Das ist gewaltig. Das muss ein wichtiger Herrscher gewesen sein. Gehen wir mal weiter. Ein bisschen Angst wieder um Fallen, weil ihr wisst, ich bin nicht so der Fallenmensch. Oh, ein bisschen Grabräuberei machen hier. Der Inka-Einfluss ist unverwechselbar. Inka-Einfluss. Das Grab des letzten Herrschers. Der Kult muss nach seinem Tod gegründet worden sein. Okay, die Eklipse und der Reiher. Was habe ich übersehen? Moment. Hat Lopez das hinterlassen? Das Herz der Schlange befindet sich in der Schale. Das Herz der Schlange befindet sich in der... Hier ist sie! Wie sind die aufgeflogen? Hey, ja, toll. Hallo? Wir sind doch gerade erst angekommen im Grab.
Never. Hier ist Commander Rogue. Wir haben eine Spur zur Schatulle. Schickt ein Team für Kraft. Honoratu. Nein. Gib das hier Ätzli. Er ist der rechtmäßige Erbe. Er muss jetzt bei Titi führen. Kind. Er ist noch jung, aber sehr stark. Sein Wesen ist so edel wie sein Blut. Geh nicht, rede weiter mit mir. Vergiss nicht, die Versuchung der Schatulle. Widerstehe. Wir alle erschaffen unser Schicksal. Nein, die war mir so sympathisch. Ich hab die voll gemocht. Dich nicht enttäuschen. Ja, jetzt kann man mal vielleicht wieder ein bisschen Schleichen reinlegen. Eine Fotografie. Ein Hinweis darauf, wohin Lopez die Schatulle gebracht hat. Das Herz der Schlange ist in der Schale unweit der Steingesichter. Ist das nicht die Schale? Janubin im Paktik. Scheiße. Manatschkun sich weiß. Weil der Typ da oben ist, ne? Matunku stall der Watschkinob. What? Lol, okay, das habe ich jetzt irgendwie... Ich hätte nicht gedacht, dass der da direkt reingeht. Ja, scheiß drauf, in dem Spiel kannst du eh nichts richtig schleichen. Das geht einfach nicht. Huch, oh, der ist mir hinterhergelaufen. Hier, habt ihr einen Scheißtrick. Oh, hier liegt ja ein Trinity-Soldat. Ein Toter. Also muss ich wirklich sagen, das Schleichen im Spiel, das ist einfach nur richtig mies gemacht. Das haben sie irgendwie in den vorherigen Teilen viel besser hinbekommen. Ah, die sehen sich jetzt. Komm her. In Maskabe ukalke nukastech. Kuntulkimen, kuntulin lakon. Schimbaltesch le kuchila. Kann ich aus dem jetzt? Unach ubin katbil jola lelo. Hachempe luchoke siku pole. Ein Moment. Janu luke sati. Janne katpek sik maschwetech. Kubeitali in Willikech. Kabetin katpek sik baschku yutfu. In Willik! In Machu! Oh!
Lalilu, du hast mich nicht. Also der hat das Versteck gut beobachtet. Wieder nebeneinander, ne? Es ist so wieder standardmäßig. Waren das jetzt alle? Ich glaube schon. Ja, du kannst manche mit Nahkampfskills rausnehmen, aber richtig heimlich kannst du hier nichts machen. Die bewegen sich und stehen einfach so, dass du keine Chance hast. Interessant, da ist wieder ein normaler Soldat. Wo kommen die? Hat die mit gegen normalen? Die hat doch nicht gegen die normalen Soldaten gekämpft, oder? Bisschen sammeln. Ich meine, Cash hatten die bestimmt gut dabei. Ich glaube, die ist auch ein bisschen mehr darauf ausgelegt, dass du mit Rauchgranaten so machst. Aber ich bin halt so ein Typ, wenn er schleicht, will ich so schleichen, dass sie gar nicht wissen, dass ich da war. So, dass der Letzte erstmal irgendwann zu deck. Ja, sag mal, bin ich hier allein oder was? Und dann ist es schon zu spät. Kriege ich den Letzten. Bam. Aber gut. Gehen wir mal weiter. Jonah, wo bist du? Ich bin unten beim Anleger. Ich sehe dich. Hey, kann sofort losgehen. Bin unterwegs. Wo ist Unuratu? Es war ein Hinterhalt. Sie starb im Kampf gegen Trinity. Oh nein. Wo ist meine Mutter? Deine Mutter, sie hat hart gekämpft. Aber das ist das Anführeramulett. Jetzt bist du der Anführer. Sie war eine Kriegerin. Die Sonnenfinsternis naht. Wenn wir die Sonne nicht wiederherstellen... Ich finde die Schatulle. Der Kult von Kukulkan kriegt sie auf keinen Fall. Beginnt mit den Vorbereitungen für die Grabkammer. Königin Unuratu lebt weiter. In uns. Uchu, hilf ihm mit dem Boot. Wir bereiten uns auf den Kampf vor. Die Rebellion muss siegen. Wir kommen zurück. Mit der Schatulle. Viel Erfolg. Wenn ihr zurückkehrt, sind wir bereit. Und was jetzt? Wir fahren zurück nach Kuwagyaku und sehen dann, wie es weitergeht. Sie hat sich wieder umgezogen. Sich auf dem Schiff vor ihrem besten Freund umgezogen. All das für ein weiteres Rätsel. Und was stand da? Das Herz der Schlange befindet sich in der Schale, unweit der Steingesichter. Haben sie wieder voll verkackt mit der Synchronisation hier. Ist besser als nichts. Vermutlich, ja. Wir müssen die Schatulle finden, dann war's das endlich.
Was ist das? Oh shit. Der hat viele Raketen. Scheiße! Plötzlich hatte die weiße Haare. Ich hab sie direkt vor mir. Keine Bewegung. Wag es ja nicht. Muss man bereit machen. Ich glaube, da kommt eine Quicktime-Event. Nee, doch nicht. Alter, die Frau hat Moves drauf. Such da drüben. Oh. Ist da was? Das wird heftig. Ich bin immer noch nicht überzeugt, dass die Schatulle wirklich existiert. Irgendwas? Alles klar. Alter, das sieht schon so geil aus. Halt, warten. Was gibt's? Schneller. Das Leben eines Soldaten. Blöd ist halt immer, dass die Leichen immer liegen bleiben und die zieht sie auch nicht irgendwie in den Busch rein oder sowas. Ist sie nicht. Was gefunden? Verdammt! Kann man hier noch mal irgendwie pfeifen oder so? Nee, wie ne? Sieht die Zauberkiste überhaupt aus? Wird nicht gesehen. Hey, der ist weg. Soll ich auf ein Leuchten achten oder auf ein mystisches Summen? Nicht der Hinterlauf. Warum plötzlich so hektisch? Zum letzten Mal. Wir haben hier. Aha. Und vielleicht hier gesucht. Siehst du das auch so? Ich weiß nicht. Ist das wichtig? Wenn wir was übersehen haben, sollten wir alles nochmal durchgehen. Ja, das stimmt. Okay, steht der Fluss jetzt höher oder niedriger als vorhin? Hör auf, Mann. Frag mich doch nicht immer sowas. Als Operation Einsamer Wolf das letzte Mal abgeblasen wurde, habe ich alles vergessen. Ich würde gerne den Linken irgendwie rausnehmen, weil der ist der Einzige, der sich noch bewegt. Hast du irgendwas? Wenn es etwas zu berichten gibt, melde ich es. So, ich habe keine Waffen mehr. Ach, ich habe meinen Bogen und so gar nicht mehr. Lol, nee. Das ist eine Sackgasse. Voll doof jetzt. Oh shit. Was gefunden? Hör auf zu fragen.
Wieder weg. Konnte das nicht etwas warten? Geh weg. Will ich jetzt zurückkommen gehen? Nee, jetzt hat er gesehen. Jetzt kann ich zurückgehen. Hast du irgendwas? Was passiert, wenn ich den Shit melde ich es dahinter schmeiß? Da hinten könnte ich ihn sogar killen. Da ist er gelb. Ich will endlich die Schatulle sehen, von der ich so viel gehört habe. Hat kein Mensch gehört, okay. Interessiert die anscheinend nicht. Was gefunden? Hör auf zu fragen. Boah, das war knapp. Ohne den Regen wäre es einfacher. Sag mal, wie nah muss ich die Dinger werfen, damit sie das... Mal richtig doof. Hast du irgendwas? Wenn es etwas zu berichten gibt, melde ich es. Warum plötzlich so hektisch? Ah. Das ist auch was zum Ablenken. Was gefunden? Nichts. Also was war da? Habe ich das dort im Busch fallen lassen oder was? Richtig doof gerade. Jetzt muss ich kurz warten, bis der eine da hinten wieder hier vorne ist, damit ich die Dose hierher schmeißen kann, damit ich ihn hier dahinter killen kann. So zumindest der Plan. Für eine Zauberschatulle habe ich eigentlich nicht unterschrieben. Ah, der ist schon wieder da. Genau, jetzt. Hey, ich sehe mir das jetzt mal an. Perfekt, es hat funktioniert. Nice. Noch eine Ablenkung wäre ganz nice. Haben wir hier noch irgendwo was? Nee, ne? Der Sektor sieht leer aus. Ja, aber gegen zwei ohne Bogen. Irgendwas stimmt nicht. Oh. Bleibt wachsam und findet irgendwas. Ich begleite dich. Woher haben die jetzt gewusst, dass irgendwas nicht stimmt? Suchraster einleiten. Suchraster. Sehe ich mir lieber mal an. Einfach mal so mitten im Feld. Keine Ahnung, wo gerade der andere ist. Wo ist denn der andere jetzt hin? Puh, da ist er. Wird er die Leiche entdecken? Wir erleiden Verluste! Oh Scheiße, ich sehe mich lieber mal um. Mhm, schau dich mal um. Nicht, dass es dir genauso ergeht wie ihm. Ich sehe mich mal um. Wird gleich. Wohl, nee, komm. Ich muss. Perfekt. Oh, was ist denn hier? Schöne Höhle.
Ach, ich komme von hier. Ihr Lull. Habe ich es doch geschafft, alle rauszuholen, nehmen, rauszukillen. Ohne großartigen Alarm zu schlagen. Das ist ja mal was ganz Neues. Und schauen wir uns mal an, was die da sich angeguckt haben. Nichts. Voraus, Team. Warum sucht ihr immer noch die Schatulle? In eurem Bereich sind Feinde. Nun, Dr. Dominguez. Dominguez ist mir völlig egal. Findet Lara Croft und tötet sie. Hättest du mal auf deinen Chef gehört, ha? Findet Lara Croft, wie denn? Dafür sind wir doch viel zu wenige. Das war eine Forschungsoperation. Wir verteilen uns und machen das Beste draus. Ich gehe darüber, du bleibst hier. Mist, ich hätte, glaube ich, schneller dahinter rennen sollen. Mist, jetzt guckt die genau in meine Richtung. Wir haben keine Zeit für diesen Scheiß. Mist, ich hätte es in dem Busch sein können und ihn mitnehmen können, aber... Das ist hier verdächtig. Zu lange gebraucht. Stellt alles auf den Kopf. Gründlich. Warum sind die jetzt in höchster Alarmbereitschaft? Komm hier nicht weg. Oh, Gottes Willen. Bleibt in der Nähe. Meldet euch, wenn ihr was seht. Sie hat keine Chance zu entkommen. Sind das drei? Ach, das sind drei Leute. Ja, ich komme da irgendwie nicht rüber, ne? Ausschwärmen, aber haltet sich Kontakt. Nach. Sichert nach allen Seiten. Nur eine Frage der Doch Zeit. Vielleicht. Die bewachen so den Übergang hier. Da ist immer genau eine Person, die mich sofort sehen würde, wenn ich darüber springen würde. Verstanden, Teamleader. Bin unterwegs. Wir werden sie finden. Oh, Mann. Suchraster einleiten. Okay, bringen wir es hinter uns. Ich kann gerade nichts machen. Also. Machen für Angriff. Sie muss hier irgendwo sein. Lose Rautenformation. Hast du schon mal gesagt. Schauen halt direkt mit der Taschenlampe direkt auf mich. Suchaktion läuft. Es ist richtig doof. Meldet euch, wenn ihr was seht. Sie kann nicht weit sein. Beweg dich doch mal wieder ein bisschen. Oder ist es jetzt buggy? Geh voraus. Waffen bereit halten. Verstanden. Wie dumm. Ja gut, ich glaube, ich lasse mich schnell töten, weil ich glaube, das ist gerade verbuggt. Da, ich hatte... Ich meine, was hätte ich da machen sollen? Die haben sich nicht wegbewegt. Es geht einfach nicht. Lol, ja, genau. Unter Wasser brennt alles. Jo. Echt jetzt? Du machst dich lächerlich. Kann lange meine Luft anhalten. Bringen wir's zu Ende. Kopf ist wieder da, an meiner Position. Und bin weg. Du bist der Nächste. Oh shit. Jetzt haben wir dich. What? What? Ich bin aus dem Wasser? Genau in dem Busch und der hat mich instant gesehen, oder what? Ja, dann machen wir es so. Hier. Lautlos war das jetzt nicht, aber... Ich hier hochgehen können? Was hätte ich denn hier machen können? Ah, genau, ich hätte ihn hier schön... glaube ich, aufhängen können, aber ja, nun gut. Da war ich halt zu langsam dafür. Ich hätte direkt losrennen müssen, glaube ich.
Aber manchmal schaltet man halt nicht so schnell und dann hängst du an dieser einen Stelle, weil die dich einfach nicht mehr aus den Augen lassen. Diese alles eine voll. Stelle. Ich kann nicht mehr tragen. Oh, bin schon wieder voll. Oh Gott. Hm. 21. Dezember 1603. Lopez war in sich gekehrt, seit wir den Cenote verlassen hatten, also übernahm ich die Führung. Erst als ich in Richtung Stadt gehen wollte, sprach er wieder. Er bat mich anzuhalten und offenbarte mir dann, nachdem er sich meines Schweigens versichert hatte, ein Geheimnis. In dieser Nacht am Fluss habe ich mich mit dem Herrscher getroffen. Ich habe ihm gestanden, wer ich bin, wer wir sind und was der wahre Grund unseres Besuchs ist. Trinitys gemästete Anführer, die so sehr mit Politik beschäftigt sind, dass sie nicht einmal das Morgengebet sprechen können, sind der Schatulle nicht würdig. Der Herrscher und ich waren uns einig, dass es nur eine Möglichkeit gibt, sie vor ihnen zu beschützen. Ich muss sie an mich nehmen, von hier fortbringen und so lange verstecken, bis einer aus dem Herrschergeschlecht Paititis, ein Auserwählter, fähig ist, den Hinweisen seiner Vorfahren zu folgen und sie wiederzufinden. Nachdem er sich diese Last von der Seele geredet hatte, machte Lopez kehrt und schlug einen Weg ein, der uns tiefer in den Dschungel führte. Okay. Für den Hubschrauber. Aber bevor wir jetzt großartig weitermachen. Ein Lagerfeuer wäre nicht schlecht. Oh, Scheiße. Cardinal 2, wie ist Ihr Status? Lima 6, gesichert. Kappa Team, wie ist Ihr Status? Im Kampf, alles im Griff. Crofts Freund ist entkommen. Wir verfolgen ihn nach Juliet 3. Komm schon. Na, also lebt er auch wieder noch. Cardinal 2, ich sehe Vorbebenschäden in Juliet 3. Ein Felssturz hat die tertiäre Pumpanlage zerstört. Keine Brände. Die Zugangsstraße zu Kilo 2 ist durch umgestürzte Bäume blockiert. Ah, perfekt. Das habe ich gehofft. Dass hier ein Lagerfeuer ist. Deswegen habe ich jetzt noch nicht aufgehört, sondern ich wollte erstmal hier hoch. Jetzt hat der Hubschrauber, der da oben geflogen ist, auch bestimmt nicht bemerkt, das Feuer. Das Feuer war schon an. Das sind Aufzeichnungen eines Söldners über seine Aufträge für Trinity. Mexiko, Kenia, Sibirien? Ich hatte die Jüngere auch im Fadenkreuz, aber Rourkes Befehl lautete, sie in Ruhe zu lassen. Das ist der Dreckskerl, der Anna erschossen hat. Oh, ja. Oh, erst nur ein kleines Päuslein einlegen hier. Was zum Teufel mache ich überhaupt hier? Sehr gute Frage. Unorato ist tot, die Schatulle ist weg. Jonah, Gott, falls ihm irgendwas zustößt... Ach so, ich habe ja nur meine Nahkampfwaffen hier. Verdammt nochmal. Das habe ich, glaube ich, mal irgendwo freigeschalten, die da. Genau. Nee. Ganzes Outfit habe ich freigeschalten, oder? Cool. Habe ich nicht einmal da... Dass sie Chamas Kriegswiss herstellen möchten? Gar nichts herstellen. Ging das denn? So, da brauche ich das da. Ich könnte das so, ich könnte also das herstellen. Das ist nicht schlecht. Gehe ich aber erst mit Fähigkeiten rein. Das wollte ich ja eigentlich, ne? Genau, deswegen das da. Ja, und jetzt kann ich da runter. Letztes Jahres drücken Sie F2, um Ausdauerpflanzen anzuwenden. Litten Schaden von Nah und... Ah, okay. Und, okay, da fehlt mir was. F1 ist Leben, F4 ist das und F2
Stärke ist Stärke. Okay, gut. Das muss ich mir merken. Ich muss mehr mit dem F-Tasten auch spielen, an und für sich. Aber wir sind wieder bei 45 Minuten, wieder 15 Minuten Überlänge. Wir sind hier an einem Lagerfeuer. Perfektes Timing eigentlich. Und ich würde sagen, damit bedanke ich mich wieder, dass ihr dabei wart bei dieser Folge von Shadow of the Tomb Raider. Und hoffe natürlich, ihr seid wieder bei der nächsten dabei, beim ganzen Let's Play natürlich. Bis dahin, tschüss und bye.